So, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play EU4 mit mir, mit Puck, und wir sind die Hamburger Bunte Kuh, und dieses wird auch die letzte Aufnahme dieses Turnsets sein. Also das sind jetzt vier kleine Aufnahmen am Stück, und wir haben schon im letzten Turnset gesehen, wir konnten uns viel vom Trade Share holen, indem wir einfach oh dang indem wir uns mit Schiffen, also mit Lightships hier geholt haben, was ganz nett ist und zugegebenermaßen auch sehr, sehr hilfreich. So. Ich mag es eigentlich, wenn der Klerus nichts zu sagen hat in meinem Reich, aber das ist so eine persönliche Geschichte. So. Kann ich mir holen, sehr nett. Improve Relations und hoch mit dir. So, wir verbrauchen jetzt schon wieder so unglaublich viele Segler, aber egal. Trading in Gems. Damit haben wir schon mal 50% erfüllt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nämlich Trading in Gems. Das heißt, jetzt wird nur noch Trading in Livestock. 95,4 Ducats, das ist auch Krankomania. Transfer Trade Power. Ich nehme mich einfach mal so weit, dass ich sage. Habe ich irgendeinen hier im Westen, über den ich nicht brauche? Panama, so. Dann hier ganz weit im Osten. Ja, die werden das wahrscheinlich automatisch machen, die Molukken. Ne, da schicke ich 39 los, den brauche ich. Ich viel Geld auf den Weg bringen wollte. Ich könnte natürlich noch mehr bauen und noch mehr Schiffe und alles, aber das wäre dann wiederum zu krass. In der Karibik habe ich einen, aber ich habe nur 10% Trade Share, nehme ich einfach den mal aus. Ich habe den aus der Karibik. Nicht schön, aber ich nehme ihn da weg. Einfach aus dem ganz simplen Grund. Ich werde jetzt noch mal eine 100er Flotte ausheben. Novgorod kann man nämlich, glaube ich, mit. Muss man mal gucken, aber ich glaube, Novgorod konnte man beeinflussen. Mit Handel. Also mit. We have been chosen. Has bestowed us the great honor of hosting this year's assembly of the Reichstag upon us. Krass. Cool. Keine Ahnung, was das überhaupt für einen Effekt haben soll, aber egal. Ja. Ich muss mal gucken, wenn ich dort Schiffe hinschicken kann. Das wäre natürlich cool, weil dann könnte ich aus Novgorod quasi Sachen weiterleiten und von Novgorod nach Baltikum und vom Baltikum Lübeck und so weiter und so fort. Und das, was daherkommt, sind ja hauptsächlich dann Föhr, also hier Felle oder Livestock. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Folgen habe ich reingeguckt, und da war Großbritannien ganz big im Livestock-Business. So, wir sind auch wieder bei voller Manpower. Herbert von der Fechte, egal. Er ist zwar alt, aber ich will ihn noch mal wieder. So, das heißt, wir haben jetzt 100.000 Mann hier. Hochmotiviert, niederträchtig, zu nichts zu gebrauchen.
Und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir da was machen können. Wenn ich die nach Novgorod schicken könnte, das wäre so göttlich geil. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nie mit dem Baltikumhandel so gekümmert. Also natürlich weitergeleitet mit Händlern, aber Baltikumhandel habe ich noch nie, also ich habe noch nie Novgorod versucht. Nope. Noch nie versucht, das derart exzessiv zu machen. Nochmal. Gibt es eigentlich auch einen Bonus hierfür? Ist Better? Natürlich nicht. Es gibt nur die haben bessere Diplothek als wir, aber nicht umgekehrt. Ist doch lächerlich. Die sind im Frieden, aber nicht mehr mit den Osmanen verbündet. Das ist doch gut. Let us get some Chaos. Das werde ich nämlich gleich tun. So. Komm, ein Schiffchen fehlt noch. Von wo auch immer es kommt. Von Aberdeen ist irgendwie immer so der langsame Arbeiter. Ne? Nicht immer, immer ist es Aberdeen. Aber wir machen relativ gut. Plus Moment, 300, über 300 pro Monat. Das ist okay. Ich kann hier schon mal gucken. Protect Trade. Novgorod, Novgorod. Bitte lass Novgorod dabei sein. Nee, verdammt. Novgorod. So, komm, baut den da rein in die Flotte. Protect Trade Novgorod. Und das dürfte jetzt der große Abfuck-Moment für die Russen sein. Wenn meine Handelsflotte nicht da ist, dürfte ich definitiv mehr als 0% Handelseinfluss haben. Nämlich 54%. Sehr nice. Okay, wenn ich jetzt noch meine 69er Flotte nehme und denen sage, Cancel Mission, Protect Trade in der Baltic Sea. Jetzt habe ich noch den Bonus von Trading in Fur. Insgesamt dürfte das sogar mein Geld noch erhöhen, auch wenn ich zu wenig abschöpfe, oder? 62%, sehr schön. Wir leiten jetzt einfach gut weiter, so muss das. Auch wenn wir definitiv nicht genug Segler haben, um das dauerhaft zu unterstützen, aber ist eine andere Geschichte. So. Es wird mal Zeit, dass wir uns den Drecksscreen angucken. Trade, Strategic Goods. Gucken wir nochmal. Gehen wir nochmal nach unserem Market Share. In Slaves sind wir ganz groß. Incense, Tobacco. Bla 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 bla. Gems haben wir auch 20% immerhin. In Livestock haben wir auch 17,8% Market Share. Müsste ich doch eigentlich auch den Trading-Bonus bekommen oder kommt der erst ab 20%? Irgendwie erscheint es mir fast sinnvoller, Russland anzugreifen. Was das deprimierend ist, aber die sind mit Dänemark, Galizien, Wolynien, Russ. Oh Gott. Diese Bündnisstruktur ist einfach nur ekelerregend. Ja, ich mache mir jetzt keine Angst von Armenien her. Egal, holen wir uns jetzt erstmal die Vorherrschaft auf dem indischen Subkontinent und dann. So. Wer weiß, vielleicht kann ich mir sogar noch Hormuz holen und dann habe ich Golf von Aden. Die Idee gefällt mir.
Meine teure Flotte, meine Handelsmarine. Bringt sie mir mal hier hin. Ich weiß, bla bla bla, ich habe sowieso schon keine Sailors, aber egal. So, Attacke. Hü. Ja, die Fourth Fleet. Zieht sich Attrition, weil sie auf hoher See unterwegs ist zum Teil. Ja, wir haben Boni verloren, weil wir sie nicht mehr unterhalten können. Komischerweise den Trading in Gems Bonus müsste ich noch haben, oder? Nee. In Gems habe ich auch verloren, okay. Dass die KI ihre Festung aufrüstet? Selten. Was sie hat getan? Partner ist gefallen, sehr schön. Alter, was habt ihr für Rebellen? No fucking way, dass ich die für euch bekämpfe. Alter Falter. Ja, ich weiß, ich bin selbst schuld. Bla bla bla, lasst mich doch in Ruhe. Oh, man. Ich habe ja noch nicht mal angefangen, diese Schlachten zu führen und trotzdem saugen die mich schon aus wie ein Tennisball durch einen Gummischlauch. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das euer effing Ernst, dass die jetzt, die haben keine Manpower, nichts mehr, aber sie verteidigen jetzt hier mit mehr als allem, was sie haben, das ist echt. Ja, ich weiß, realistisch, aber ich habe noch nie die Inder so verteidigen sehen. Ich dachte, das wäre jetzt hier so ein, ich will nicht sagen Heimaturlaub, aber so ein, schon so ein bisschen so ein Push-Through. Jupp, ihr geht mir echt kolossal auf den Sack, ihr kleinen Mistkerle. Und ich muss auch zugeben, ich habe euch das nicht zugestanden. Absolut nicht habe ich euch das zugestanden. Ich dachte echt, ihr wäret kleine, nutzlose... ihr werdet Eroberungsgebiet, ja, so kann man es ganz simpel sagen. Und die haben 3-Sterne-Generäle am laufenden Band? Ich meine, der Fug. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt wirklich eine Schlacht führen will. Diese einzelne Schlacht hättet ihr sonst gewonnen, aber jetzt kommt die kollektive Rache. Natürlich sammeln sich jetzt auch alle gegnerischen Truppen hier. Ich habe mehr Moral, ich habe vergleichbar Disziplin.
Ja, diese Rolls hier, aber das ist doch einfach Asi-Toni, was die aufwarten können. Because ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt eine schlechtere, wirklich schlechtere Armee gehabt hätte oder so, okay. Aber meine Armee ist vergleichbar gut, bis besser. Gerade was Moral angeht, Alter, ich bin so viel besser als ihr. Und meine Träume von hier Hormuz erobern und so, Alter. Vorherrschaft auf dem indischen Subkontinent. My ass. Aber auch, dass die KI überhaupt ihre Festung hier aufwertet und so ein Scheiß. Das erlebt man sonst nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte sonst jetzt mal Ratawada angegriffen und gehofft, dass ich so eine 27er-Armee alleine erwische, aber ne. So, Mandla. Und von da aus schnell nach Raumpur und den Krieg beenden. Ich bleibe aber dabei, ist echt abnormal, was die haben. Ich habe zum Glück die Achterfestung errichtet. Da dürften die so schnell nicht durchkommen, aber. I don't get it. Die haben viel, ich weiß, aber die hatten eben nicht mehr als ich dabei. Am Anfang hatte ich mehr Truppen als die und trotzdem. Etwas, was mir nicht in den Sinn will. Warum verbrauche ich überhaupt? Ganz vergessen, in diesen Kriegsphasen kann ich dann ja auch sammeln. Entschuldigt, ja. Wenigstens können die Raunpuris nicht revolutionär werden. Aber auch ihre Revolutionaries hier waren einfach nur. Oh Gott, waren die ekelhaft. Jetzt suche ich. Ich will jetzt. Eigentlich hätte ich weiterziehen können nach Raunpur, aber ich will die Entscheidungsschlacht suchen. F that. Entschuldigung, anders kann ich es nicht ausdrücken als F that. Das ist so. Natürlich, jetzt helfen denen auch noch ihre Revolutionäre, wahrscheinlich den War Squad zu drücken. Warum kann ich auch mal jetzt meine Kolonien hier was anbringen? Das ist doch richtig kultig, wenn die jetzt kämen und sagen, wir retten dich. Und so, kam es raus. Nicht, dass die viel gemacht hätten. Sehr schön. Boah, haben die viele Truppen. Da komme ich aber auch nicht durch nach der Süden. Nach der Süden.
werden Däubel tun und diesen Krieg weiterführen. So, jetzt habe ich mir wenigstens in diesem Krieg noch den direkten Zugang nach Khaonpur geholt. Das muss doch auch schon mal was wert sein. Und ich glaube, ich werde doch noch einen Turn, also noch eine Runde spielen. Dieses Turnset einfach, weil das hier so ver. Flucht verpiept ist und war. Trade Efficiency, Global Trade Power. Ist doch gut. Alto Belli. Ich denke, damit werde ich jetzt dieses Turnset auch beenden. Ist halbwegs gut gelaufen, also zumindest diese Runde ist gut gelaufen. Also nicht Turnset, ich meine diese Runde schon. Ich mache natürlich noch eine Runde weiter. Whatever, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, bevor ich hier noch mehr Stuss vor mich dahin rede. Das passiert, wenn man zu viel Klausuren lernt und dann zwischendurch versucht, ein paar Aufnahmen zu machen, habe ich das Gefühl. Ansonsten, es läuft halbwegs und wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich wird es im nächsten Turnset Schweden oder so in den Kragen gehen. Höchstwahrscheinlich. Wir sehen uns dann. Macht's gut.